Was ich anfangs nicht geglaubt hätte, ist, dass man dieses Stück Natur in seiner vielfältigen Form aus ganz neuen Blickwinkeln entdecken kann, auch wenn man es täglich vor Augen hat. Wenn man in so einer Kleinstadt 20 Jahre wohnt, dann denkt man eigentlich, man ist fast täglich draußen in der Natur und kennt dieses Biosphärenreservat Schalsee. Aber eben das Erkunden zu unterschiedlichen Tages-Jahreszeiten, die Veränderung in der Natur, das war neu, das war anders. Diese Zeit hatte man sich sonst nicht so intensiv genommen. So gesehen hat dieses Projekt mir die Möglichkeit gegeben, nochmal intensiv zu schauen und dort die Natur direkt vor der Haustür zu erkunden, in vielen, vielen Stunden, Tagen, Wochen. Großer Schwerpunkt meiner Arbeit und große Liebe, wofür ich brenne, sind Geschichten. Reportagen über Menschen, über besondere Handwerke, über besondere Tätigkeiten. Ob das in der Mosterei oder beim Schmied ist, einfach dieses Authentische, dem nahe zu kommen, so wie sie leben, so wie sie arbeiten. Aber ich wollte mir auch gerade bei den Geschichten für das Buch die Zeit nehmen, einfach weil man das persönlich interessiert hat, zu sagen, ich schaue mir das nochmal an. Alle Menschen, auf die ich hier gestoßen bin, waren sehr offen, natürlich, entspannt. Die Leute freuen sich, dass man ihnen Aufmerksamkeit schenkt, eine Wertschätzung gibt und ja auch in Fotos wiederum das publiziert. Und das in einem so schönen Rahmen wie diesem Buch, das ist dann für alle eine Freude. Besucher, die vielleicht nur einen Tag hier sind, können nicht alles sehen, aber im Bildband wird es möglich gemacht. Wir können diese Landschaft eben entdecken bei unterschiedlichsten wunderschönen Lichtsituationen mit der Tierwelt, Kultur und den Menschen, die hier was bewegen.